so auf Deutsch. Moin meine Minecraft-Gamer und willkommen zu einem neuen Vlog hier aus Barcelona. Wir waren hier gerade im Museo d'Art Contemporani. Das ist immer natürlich ein bisschen verwirrend mit der Kamera und so, aber auf jeden Fall könnt ihr euch das hier schon mal angucken. Hier sind ziemlich viele Skater vor. Ihr habt das hier, glaube ich, auch schon mal gesehen in einem der vorigen Vlogs. Aber es gibt einen Unterschied. Denn der heutige Vlog ist nämlich in 4K und nicht nur in 1080p wie sonst immer. Das Ganze hat natürlich jetzt den Nachteil, dass ich jetzt auf weit filmen muss, also mit diesem Fisheye-Effekt, den ihr hier gerade seht. Und außerdem kann ich das Ganze nicht stabilisieren. Das wird aber nur ein geringeres Problem sein, denn es ist in 4K. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es in 4K gucken könnt, weil die meisten können es wahrscheinlich nicht in 4K gucken. Aber selbst wenn ihr nur in 1080p das gucken könnt, also selbst wenn ihr nur einen 1080p Bildschirm habt, dann würde ich euch mal empfehlen, das Ganze trotzdem mal auf 4K zu stellen, weil ihr dadurch einfach auch immer noch ein bisschen mehr seht. Das hat was mit der YouTube-Kompression zu tun. Probiert es einfach mal aus. Und ja, ich würde jetzt aber sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter. Wohin? Schon wieder in ein Museum. Und zwar über einen gewissen Miro. Ja, schauen wir mal, wie es wird. Eine Stunde früher. Wieso auf Deutsch? Wir sind gerade im Museumshop und guckt euch diesen Kalender mit diesen Jahren. Moment. Hier. Ja. Und so sehen alle Seiten aus. Alle Monate dafür sehen so aus. Dazu kann man doch nur eins sagen, oder? Wow! Und schon wieder etwas auf Deutsch. Warum? Wir wollen gar noch mal zu dem Schloss, das hier ist. Und das ist ja auch ganz in der Nähe offenbar. Aber wir haben festgestellt, hier ist kein Zugang zum Schloss. Dann müssen wir dahin, wo ja Zugang zum Schloss ist. Wir sind hier jetzt gerade vor dem Castel de Montjuïc. Und das ist hier so eine Burg, offensichtlicherweise. Die ist hier auf diesem hohen Berg, den ihr hier auch gerade schon seht. Und ja, da gehen wir jetzt mal rein und mal schauen, ob es da irgendwas Interessantes gibt. So, und hiervon, von diesem Hintergrund, nenne ich es jetzt einfach mal, wo ich gerade stehe, würde ich ja jetzt zu gerne eine Timelapse machen. Das hier ist so ein bisschen so das, ich sag mal, Industrieviertel von Barcelona. Und ich habe aber leider Angst, dass mir die Kamera da irgendwie umfällt oder runterfliegt oder so. Und zweitens gibt es da jetzt auch ja nicht wirklich sowas zu sehen, wovon man eine Timelapse machen könnte. Bis auf diese ganzen Autos und so natürlich und die Flugzeuge, die da fliegen. Ich glaube, da ist jetzt auch gerade gar keins zu sehen, aber auf jeden Fall guckt es euch an. Hier das Meer mit dem Hafen und dem Industrieviertel von der Burg hier aus gesehen. Sind wir hier in der Seilbahn, die von der Burg runter in den Park führt, und guckt es euch an. Musik.
oder haben wir jetzt doch nochmal auf der Rambla zu Abend gegessen? Ich würde auch mal sagen, das war's für diesen Vlog in 4K. Ich hoffe mal, er hat euch gefallen und ihr konntet ihn natürlich auch in 4K gucken. Wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr ihn in 4K gucken konntet oder nur in 1080p, wie eigentlich auch sonst immer. Und ansonsten würde ich einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch, bis zum nächsten Mal und ciao.